AGAIT ist das italienische Akronym für industrieller landwirtschaftlicher Betrieb des Gebiets Capo di Leuca. Jahrzehntelang hat dieser Betrieb den Wirtschafts- und Produktionspool von Tricase und Umgebung dargestellt. Der Betrieb wurde 1902 vom Parlamentsabgeordneten Alfredo Codacci Pisanelli gegründet. Ziel war, alle Verarbeitungsprozesse des Tabaks unter einem Dach zu vereinen, von der Beschaffung bis zur Produktion der Zigarette. Noch heute stechen zwei große Werkshallen ins Auge, die als Arbeitshallen dienten. In einigen Hallen befindet sich noch heute antikes Arbeitsgerät, das von den Arbeitern zur Bewegung, Trocknung und Verarbeitung des Tabaks genutzt wurde. Das AGAIT fungierte als Wirtschaftstriebfaktor der hiesigen Landwirtschaft, der besonders den bäuerlichen Familie Tricases und des südlich davon gelegenen Gebiets Capo di Leuca. Heute gilt der Gebäudekomplex als Industriedenkmal des südlichen Salentos. . 2002 hat die Gemeinde Tricase den Komplex aufgekauft, um ihn kulturell dahingehend zu nutzen, die Geschichte des Salentos bekannt zu machen.